Schönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bildschirmkontrolle am langen Pfingstwochenende. Heute leider keine guten Nachrichten für Fans von Werder Bremen. Es geht runter in die zweite Liga, die beste zweite Liga aller Zeiten mit Hannover 96, mit Schalke, mit Dresden, mit Rostock, mit Hamburg, Düsseldorf, Nürnberg. Mann, was ist da los? Deswegen Positives in der Niederlage sehen und selbst die Besten scheitern mal, wie wir hier zum Beispiel sehen bei Roger Federer, der eine kleine Challenge mit Gael Monfils vonstatten bringen sollte, indem er einen Tennisball sehr gezielt, sage ich mal, auf ihn schießt. Das ist ein bisschen schief gegangen. I know it's a big challenge for you, but try to relax your arm and you can do it. Here we go. Ball 1, 2. Sorry. Don't try this at home. This is the behind the scenes. This one doesn't count. It was straight on. Ja, es ist immer schön, wenn es auch mal was auf die Eier gibt, ja. Und wir sind ja bei Pfingsten in einem biblischen Feiertag. Da möchte ich natürlich auch mit einem kleinen, mit einer Bibelstelle hier mit euch in den Feiertag einstimmen, christlich. Und zwar, es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Ja, und dafür gibt es auch auf der Seite Bibelserver immer einen passenden Hashtag und der sieht dann dementsprechend aus. Und damit ist natürlich das gemeint, was wir alle am liebsten machen. Richtig, das ist unser kleines Quiz an dieser Stelle. Und auch biblisch geht es bei vielen Influencern zu und zwar bei der guten Laura Maria. Ihr wisst es, die ganz kurze mal on-off vier Wochen Freundin von Pietro Lombardi, die ja eigentlich gar keinen Bock auf die Öffentlichkeit und auf Instagram und alles hat. Das ist also wirklich nicht ihr Shit. Die hat ihn auch wirklich aus freien Stücken einfach nur kennengelernt. Das war einfach, hey, das ist, sie liebte den einfach, zumindest für vier Wochen und danach hatte sie 250.000 Follower mehr und jetzt noch viel mehr. Und da ist sie jetzt in der Kirche gewesen und das ist nur in der Kirche auch wirklich vonstatten oder beziehungsweise hilft. Gott hilft nur, wenn man auch in der Kirche postet und hier sitzt sie ganz ehrfürchtig, sitzt sie hier und schaut auf Pietro mit Sarah Lombardi, glaube ich, die hier dargestellt sind. Und sie schreibt dazu: Lieber Gott, an diesem Tag möchte ich dir für all die Liebe und den Segen danken, die du mir gegeben hast. Meine liebende Familie, meine fürsorglichen Freunde und all die wunderbaren Menschen, die ich auf meinem Lebensweg getroffen habe. Ich bitte dich, sie zu segnen, zu beschützen und sie bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen im Leben zu führen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es wäre natürlich geil, wenn ihr trotzdem folgen würdet, ein Like dalasst, weil das liebt Gott auch. Einfach mal ein Like dalassen. Und das Gute ist vorbildlich, das hat man zumindest gesehen im zweiten Foto, mit Maske in der Kirche. Das ist das, was letztendlich auch noch wirklich hilft. Und sie nimmt es auch wirklich sehr göttlich in ihren ganzen Posts, denn es geht wirklich immer nur um das eine, um die göttliche Schönheit. Mir fällt da wirklich auch nichts dergleichen auf, welches Körperteil mir da besonders ins Auge fallen sollte. Sie ist einfach eine, die es mit Gott sehr, sehr genau meint. Und wenn Gott was gibt, dann gibt es auch da, wo es hingehört, jede Menge dazu. Und sie ist einfach so christlich, dass sie ganz selbstlos einfach auch noch gibt. Hier, mit dieser kleinen Überraschung. Da hat sie einfach mal so von Gott aus Dankbarkeit iPhones, iPads und ganz viele tolle Sachen bekommen. Und Gott hat sie daraufhin sogar in seinen Lieblingsstaat geschickt, und zwar nach Dubai. Denn Gott wollte einfach, dass sie auch mal ein bisschen frei macht, sich auch freizügig zeigt und einfach wie alle Influencer einfach diese tollen, von Gott erbauten Riesenwolkenkratzer sich anschauen konnte und sie einfach auch mal, wie Gott sie schuf, im roten Badeanzug präsentieren konnte. Und das finde ich das Geile. Von einer jungen Dame, die sagt, nee, ich möchte gerne meinen Job behalten. Also ich arbeite hier lieber als kleine Steuerfachangestellte oder Rechtsanwaltsgehilfin. Ich glaube, irgendwas von den beiden ist sie. Im Büro und so. Aber irgendwie findet man es doch geil, wenn man Follower bekommt, ne? Und diese beschissenen Gewinnspiele werden ja nur dafür gemacht, damit man noch mehr Follower bekommt. Hat das Ganze funktioniert? Wir schauen mal ganz kurz in die Statistik und dann sehen wir, hupsi-dupsi, das ging aber richtig ab. Einfach mal so 100.000, 108.000 am ersten Tag, 54.000 am zweiten Tag. Macht jetzt über 570.000 Follower. Da ging die Kurve. Da sind nicht die aktuellen Corona-Zahlen und vom RKI die Inzidenzwerte. Nein, auch nicht die Intensivbetten. Es sind einfach die Zahlen von Laura. Weil Laura einfach, die gibt halt gerne. Und sie nimmt gerne Follower. Und eigentlich ist das gar nicht ihr Leben. Sie ist irgendwie so reingerutscht.
Ja, und jetzt ist sie halt drin und jetzt möchte sie aber so viel Liebe und Follower wie möglich haben. Und wer unterstützt sie unter anderem dabei? Wer ist auch dabei? Hier. Auch fast wie Gott sie schuf, nach der Brust-OP, hinter der Palme, mit der neuen Nase, das ist Bibi. Bibis Bubi Palace, glaube ich, ist die neue Seite, so wie sie jetzt ab sofort heißt. So glücklich, so schön, so frei. Und selbst Bibi, die hat noch ein größeres Gewinnspiel. Da ist noch eine Louis Vuitton-Tasche, hängt da hängt alles. Das ist einfach fantastisch. Wenn man schon über 7 Millionen Follower hat, man kann doch noch mehr haben und noch mehr Geld mit diesen Gewinnspielen machen. Und das macht sie natürlich. Und das gefällt 422.000 Mal. Und das Geile ist wirklich bei dem, was sie da verlost, wie viele Kommentare das gibt. 2,5 Millionen Kommentare. Das ist das Schlimme. Es funktioniert, aber ich finde es auch irgendwie peinlich, wenn man eh schon so viele Follower hat und genug Kohle hat, warum man dann immer noch jedes Scheiß-Gewinnspiel machen muss. Aber das ist meine Meinung. Jeder kann das machen, wie er will. Ich persönlich habe mich ein bisschen gewundert, warum in Deutschland das Wetter an Pfingsten so schlecht ist. Und zum Glück habe ich TikTok und habe da die Lösung entdeckt. Wie viele von euch mitbekommen haben, wurden ja die Wetter-Apps gehackt von Apple und von Android. Doch warum macht die Regierung das? Hier habt ihr ein kleines Beispiel. Und zwar, das ist in Köln komplett alle Anzeigen sind voller Regen. Die Regierung möchte einfach, dass wir zu Hause bleiben. Ja gut, also wenn er es sagt, dann wird er es ja wohl wissen. Also die Regierung meint, dass alle zu Hause bleiben, außer Leute, die jemand von der Regierung kennen. Denn, das haben wir hier auch gesehen irgendwie, das ist die schöne Tochter von Markus Söder. Und sie ist, die Gloria, ist im Urlaub unterwegs. Ah, hier durch Frankreich und auch in Monaco und hier Antibes ist sie ganz schön. Und jetzt alle so, nee, ihr habt ja gar keine Maske an. Ja, und er hat ja extra noch gesagt, von nicht notwendigen touristischen Reisen sollte man Abstand nehmen. Aber das gilt natürlich nicht für die Familie. Die muss natürlich unbedingt auch hin. Ist ja auch in Monaco jetzt Formel 1 Rennen. Mein Gott, ja, da kann man doch mal hin. Ist doch gar kein Problem. Und sie mag ihren Vater besonders gerne. Das habe ich sehr gerne gesehen. Am 5. Januar, als er Geburtstag hatte, hat sie ihm geschrieben, Today's an amazing day. Ach, das ist ja immer auf Englisch, it's international star, aber zum Glück hat sie auch die deutsche Übersetzung. Alles Liebe zum Geburtstag, Papa. Du arbeitest jeden Tag und zwar seit 10 Monaten sehr hart. Ich frage mich, was er davor die ganze Zeit gemacht hat. Du bist der allerbeste Papa. Ja. Das ist einfach wunderbar. Sie meint sicherlich die Corona-Krise. Stimmt, da hat er nochmal besonders hart gearbeitet. Jetzt aber zurück zu dem coolen Typen, der weiß, dass die Wetter-Apps gehackt wurden und deswegen das Wetter so beschissen an Pfingsten ist, damit wir dringend waren. Der hat Justin getroffen. Justin ist Gamer, extrem erfolgreich und hat ein Lambo. Und er hat Justin getroffen, aber Justin wollte sich mit ihm nicht zeigen lassen, aber trotzdem konnte er mit Justin noch was machen. Habt ihr schon das Wort Justin oft genug gehört? Hier ist mehr. Achtung. Leute, auf jeden Fall, wir sind einfach bei Justin im Auto. Justin ist auch selber hier, aber er will nicht gezeigt werden. Und krass, Leute, zieht euch einfach rein. Krank. Leute, Achtung. Achtung. Leute, auf jeden Fall, wir haben Justin getroffen. Krass. Krass. Leute, auf jeden Fall, wir haben Justin getroffen. Krass. Gibt es noch mehr von Justin hat aber richtig Bock, einen TikTok zu drehen. Okay. Ja, wie gesagt, Leute, ich wusste jetzt auch nicht, ich wollte jetzt auch nicht eigentlich so zwingen. Ich habe nur gesagt, können wir ein Video machen oder ein Foto? Also ja, gerne. Und aber mit dem Lambo konnten wir jetzt kein Video machen. Justin hat aber. Justin, was ist mit Justin Justin? ist hier, aber will nicht gezeigt werden. Leute, guckt auf jeden Fall mein neues Video an. Dann werdet ihr es auf jeden Fall sehen, dass Justin mit mir das Video gemacht hat. Und ja, Justin ist hier, aber will nicht gezeigt. Ja, immer Justin, Justin, Justin. Und Justin mit dem Lambo gibt es aber auch im Foto. So sieht das aus. Justin, ja, Gamer auf Twitch, dann sehr erfolgreich geworden mit Mode. Und das zeigt einfach auch, dass Erfolg einfach glücklich macht. Dieses Glück ist in jedem Gesicht. Hier zum Beispiel beim Schuhe kaufen, einfach nur happy. So sehen glückliche Millionäre aus. Oder auch hier. Einfach bei Dior sitzen, happy. Das ist einfach diese Happiness. Oder einfach Kellogg's essen, Fidschi Water, Happiness. Das ist Happiness, wenn du einfach schweinereich bist. Oder auch hier in deiner Louis Vuitton-Jacke, wenn du halt aussiehst wie bestellt und nicht abgeholt. Das ist pure Happiness, wenn du einfach einen Arsch voll Kohle hast, aber nicht mit dem Lambo gezeigt werden wolltest, wenn jemand, der weiß ganz genau, wie es passiert, warum die Wetter-Apps manipuliert sind, mit dir sich zeigen lassen möchte. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Dann haben wir noch ein paar mittelmäßige Nachrichten und zwar.
mein Lieblingspärchen, Sam und Raffi, haben sich getrennt. Oh, alles aus. Die haben sich doch wirklich selten gestritten, nur zweimal am Tag. Dass das jetzt nicht mehr gereicht hat, ist sehr, sehr schade. In einer Instagram-Story erklärt es Sam, leider ist der Punkt gekommen, an dem es nicht weitergeht. Ich habe mich von Raffi getrennt. Daraufhin hat Raffi gesagt, nein, ich habe mich von Sam getrennt. Dann haben alle ihre Profile auf privat gestellt und sie sind getrennt. Schade, schade, schade. Nur das Beste weiterhin. Auch für Kubi, der neue Vater von dem Kind von Georgina. Auch da muss man sagen, kaum wieder in Dubai oder was passiert ist. Mein Gott, so eine kleine Wunde kann doch mal passieren. Ist doch gut, wenn man das nochmal ins Netz stellt. Und noch ein Aufreger gab es, und zwar um Annemarie Eifeld. Sie war in Köthen unterwegs und hat da einen ganz wichtigen Beauty-Termin. Aber wo sie gerade den Beauty-Termin hat, hat sie gesagt, wenn ich schon mal im geilen Köthen bin, kann ich noch mehr machen. Und so sah das aus. Hi, meine Schönheiten. Ganz liebe Grüße aus Köthen. Ich bin gerade auf dem Weg zur Wellnessfee. Da winkt sie schon. Da bekomme ich jetzt meine medizinisch notwendige Behandlung und kann mal wieder ein bisschen abschalten. Tja, und dann sehen wir das hier. Das ist das Grab von Karin Ritter. Kennt ihr vielleicht die Ritters? Die sympathische, kleine, ich würde mal sagen, etwas ins rechte Milieu abgedriftete Familie. Und ja, wenn man schon bei der Beautyfee ist, kann man ja wohl nochmal am Grab vorbeigehen. Und auch eine, die ja doch in einer gewissen Form ihre Kinder kriminell und rechtsradikal auferzogen hat, nochmal einfach Tribut zollen. Das ist doch einfach das Wichtigste. Ich meine, ich würde auch Grab von Elvis, Michael Jackson, keine Ahnung, Karin Ritter. Das sind die großen Gräber, die muss man einfach gesehen haben. Und what happens in Köthen, stays in Köthen. Noch eine Geschichte, die auch unter der Woche für Furore gesorgt hat. Und zwar Rostock verbietet ein Xavier Naidoo-Konzert. Habe ich mich auch zu geäußert. Und möchte ich an dieser Stelle auch nochmal persönlich sozusagen machen. Ja, also man kann ja von Xavier Naidoo halten, was man will. Und ich finde auch viele Aussagen, die er jetzt gerade in letzter Zeit getätigt hat, schwer ertragbar, ganz ehrlich. Aber das muss einfach ein freies Land wie Deutschland aushalten. Und Konzerte zu verbieten, so weit sind wir nun wirklich nicht. Also er kann auftreten, niemand wird doch gezwungen, eine Karte dafür zu kaufen. Aber ich finde, man kann keine Auftrittsverbote aussprechen, nur weil einem die Meinung von jemandem nicht passt. Und ich mag auch nicht alles von ihm. Aber selbst das gilt auch für Michael Wendler. Also der hat auch viel Scheiße erzählt, aber selbst der dürfte auftreten. Ich bezweifle, dass so viele hingehen würden wie zu Xavier Naidoo, aber es ist egal. Also auftreten kann man, wenn man sich nicht wirklich irgendwas schuldig hat oder irgendwas Schuldiges gemacht hat, weswegen man nicht mehr auftreten darf. Also ist meine Meinung dazu, aber jeder macht, wie er will. Ich bin sehr gespannt, wie das in Rostock nochmal ausgeht. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich geimpft worden bin. Bin jetzt aber noch ein bisschen unsicherer geworden, denn ich habe diesen einen Fitness-Influencer gesehen und der hat sich zum Impfen auch nochmal Gedanken gemacht. Dieses Impfthema scheint ganz schön zu polarisieren. Da habe ich viele Nachrichten bekommen. Viele, die pro sind, viele, die dagegen sind. Eine Nachricht hieß, lass dich impfen, Junge, nur so können wir wieder ins normale Leben zurück. Da denke ich mir, warum kann man denn sowas verpflichten, zu sagen, okay, du musst dich jetzt impfen, sonst darfst du nicht normal weiterleben. Genauso wie das Genesene, Geimpfte andere Rechte haben als normale. Klar haben sich viele auch impfen lassen und es ist nichts passiert. Aber allein das, was passieren kann durch die Impfung, finde ich schon hart irgendwie. Und was in 2, 3, 4, 5 Jahren ist oder so, vielleicht explodiert uns dann der Kopf. Absolut. Nee, also, Scherz beiseite. Also ich werde einfach in Zukunft auch weiterhin auf meine Gesundheit achten, dass ich mich genug ausreichend bewege, dass das Ganze im Alltag irgendwie integriere, eine Stressentlastung habe irgendwo und Vitamine, Mineralstoffe, sowas alles zu mir nehmen. Und natürlich fleißig meine Hände wasche und desinfiziere, aber das sollte man ja auch machen, ohne dass ein Virus die Welt erobert. So einfach ist es. Hände waschen und ab und zu mal ein paar Steroide und Anabolika und ein bisschen pumpen und dann haben wir den Coronavirus doch ruckzuck besiegt, ja. Und es gibt noch eine Geschichte und zwar Anne Wünsche ist ja Bratpfanne des Monats geworden und hat dann neulich in der Fragerunde das hier gemacht, ja. Und zwar, keine Ahnung. Also wann wir uns treffen? Auf die Anfrage.
Liebe Anne, die Anfrage ist an dein Management, was mit Riegel angegeben wurde, Riegelmanagement, mehrfach rausgegangen, schriftlich, jetzt nochmal an dieser Stelle. Gerne treffen wir uns und dann gibt es die Bratpfanne des Monats und du kannst mir die Gurke überreichen und wir sehen uns hier schon bald wieder.